Pierre Eberhardt von Corporate Europe Observatory. Du protestierst ja mit anderen auf der Konferenz Nie wieder Weltmeister, Alternativen für eine exportorientierte Handelspolitik gegen eine Corporate Agenda in der Handelspolitik Europas. In wenigen Tagen wird der EU-Kommissar die neue Handelsstrategie der Öffentlichkeit vorstellen. Was erwartest du und was haben die Konzerne dabei für eine Rolle gespielt? Ich erwarte, dass sich die Konzernagenda da wieder durchgesetzt hat, also dass die EU an ihrer bisherigen Handelsstrategie festhält und die erneuert und verschärft. Und zwar ganz im Interesse von Konzernen. Die wollen nämlich weiterhin eine Handelspolitik, die auf Exportorientierung sitzt, auf billige Rohstoffe, auf eine aggressive Politik, die ihren Zugang zu diesen Rohstoffen gewährleistet, darauf, dass ihre Eigentumsrechte gesichert werden, auch in anderen Ländern. Also die Agenda, die wir kennen, ich erwarte, dass die eben gelauncht wird. Und zwar deshalb, weil Konzerne weiter an dieser Agenda festhalten. Wie schaffen die Konzerne das denn, das durchzusetzen? Wer sind da die Akteure und wem schreiben die was in welche Texte hinein? Es gibt in Brüssel eine Armee von Konzernlobbyisten, auf europäischer Ebene zum Beispiel Business Europe, das ist der europäische Arbeitgeberverband. Auch die ganzen nationalen Industrieverbände sind mit Büros in Brüssel vertreten, auch der BDI zum Beispiel. Konzerne haben ihre eigenen Büros, Bayer, BASF, Daimler. Es gibt Lobbykanzleien, also es ist wirklich ein Heerschar von Lobbyisten, die auf die Kommission einschlägt, aber gleichzeitig auch auf offene Ohren stößt, weil die Kommission selbst ganz aktiv ist, Konzerne von Anfang an befragt, wenn sie überhaupt eine Idee hat einer neuen Handelsstrategie, in enge Abstimmungsprozesse geht, ganz, ganz viele Arbeitsgruppen hat, zusammen mit Unternehmen, wo auch nur Unternehmen sitzen, zusammen mit der Kommission. Also es gibt einen sehr privilegierten Zugang, den die Kommission einräumt, und das Ergebnis ist dann eben nicht verwundernswert, nämlich eine Agenda, die dann auch eins zu eins die Interessen von transnationalen europäischen Konzernen widerspiegelt. Dankeschön, Pierre Eberhardt von Corporate Europe Observatory.